wie Lauch damals sagen, tiefer als deine Oma, Alter. Ich schau deine Nummer und sonst schreibe ich. Ja. Ich schau gleich mal und dann schreibe ich dir sonst nochmal. Und ja, super. Dann freue ich mich, ne? Und ja, genau, würde ich jetzt so anpeilen, 13 Uhr rum. Ja, ja, guck mal. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zum neuen HWK-Video. Ich hab's gerade schon gehört. Wir beide, also Finn hinter der Kamera und ich, fahren morgen nach Mannheim. Unter Frankfurt am Main irgendwo. Irgendwo Mannheim die Ecke. Und kaufen ein neues Motorrad für meinen Fuhrpark. Und das wird eine Supermoto. Also es wird auf Supermoto umgebaut natürlich, ne? HWK im völligen Kaufrausch. Komplett S. Ich war richtig motiviert. Also Real Talk, dadurch, dass wir letzte Woche noch deine Karre abgeholt haben, habe ich mich die Woche über damit echt beschäftigt. Ich war schon wegen eine EXCR, also 2008 zu kaufen, ohne Papiere, ohne alles, das durchzuhauen. Aber jetzt gab es halt ein gutes Angebot. Hab mit dem Typen gerade sind telefoniert. Und ja, ich freue mich drauf. Wir sind jetzt im Auto. Das Wichtigste am Roadtrip ist, tu jetzt nicht so auf Business. Warte kurz. Das Wichtigste am Roadtrip ist, ordnungsgemäße Vorbereitung. Ich mach aber auch, ne? Ein 500er auf dem Hof reicht wohl nicht. Musst du noch in der XC kommen, ne? Kleiner Sneak Peek in der Zeitblase. Deine Karre jetzt. Ja, jetzt sieht sie noch so aus. Ja, HWK komplett Shopping-Tour. Ne? Was ist besser als eine 500er, zwei 500er? So, dann schmeißen wir den ganzen Bums mal raus. Matratze und den ganzen Quatsch rein und dann geht's weiter. Helm für Probefahrt darf natürlich nicht fehlen, ne? Ich hab Klamotten, wir können los. 2 Liter Diesel, Mann. Was sagst du, was zieht er sich rein auf der Fahrt? 8,5 Liter? Ja, 140, 150 vielleicht auch mehr. 8,9, da sehe ich uns, Alter. Aber das läuft. 1200 Kilometer, dann kommen wir bei 60 Euro raus. Sparfuchs. Besser als ML. Noch einmal die geilen Stahlfelgen hier auffüllen. Da machen wir ja mal 3,5, brauchen wir Sprit sparen, ne? Hier, Öl kontrollieren, dann läuft das. Und was sagt er? Boah, der steht mittig. Mittig, ist gut. Optimal. Guck mal, Tütze. Wie Lauch damals sagen würde, auf dem Weg zum Anlassen, tiefer als deine Oma, Alter. Vorglühen? Jawollo. Ist das nicht wie Launch Controller? Das war aber nicht vom Edeka T5 reinflexen. 27, 22. Da müssen wir ein bisschen das Bike runterhandeln. Auf jeden Fall doll auf die gesunde Ernährung. Ey David, bist du's? Ach ja, davon träumen noch alle Leute aus dem Süden. Oh Mann, ich wusste doch von Anfang an, dass wir das vergessen haben. Handwerk bringen. Jetzt ist dieser scheiß Sack auch noch undicht. Naja, machen wir uns mal gemütlich hier, ne? Oh Mann! Oh, wieder schon guten Morgen. Dann werden wir mal Finn in so einer Luxus-Suite hier oben decken, Alter. Ach, der feine Herr macht auch mal die Tür auf. Kommen Sie rein, mein feines Reich. Es ist echt 6 Uhr morgens und du meinst nicht jetzt das Film. Was machen wir heute? Motorrad kaufen. Wir sind hier immer noch bei HWK. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind schon mitten im Video, aber guten Morgen. Digga, einfach 16 Euro beim Bäcker gelassen, Mann. Okay, so ein Kaffee hat aber auch schon 2,80 Euro gekostet. Das der ist halt kein Wunder. Der ist halt winzig, das ne? Das ist halt nix, Alter. Auf die nächsten 6 Stunden um 12.30 Uhr da sein. Wir wollten dann eigentlich um 6:30 los. Inzwischen ist es 7:30. Ich glaube, das schaffen wir nicht ganz. Nice, Digga. 5 Minuten später, erster Tankstopp. Zeit für einen Kaffee. Ach. Ja, die Jungs müssen auch mal wieder den ganzen Hausstand mitnehmen. Räumt doch mal euren Bus auf.
Unverantwortlich. Was war das? Alter, was ist das denn für eine Müllbude? Ich weiß Bier nicht. Stimmt. Ich habe 23 Kästen Bier dabei. Können meine Scheibe auch mit sauber machen? Machen das die Praktikanten bei Lionheart so? Ja, leider. Machen meine Scheibe auch sauber? Wäre super Sache. Lionheart Scheibe sauber? HBK Scheibe sauber. Dann ist Breakfast hier für 16 Euro Take. Kommt jetzt mal die da, Alter. Oh Mann. Du musst mit den 2,80 € Kaffee jetzt loswerden. Beste, Alter. Ah ja, so ein Ding ist das hier also. Moin Meister. Nicht soll's. Ja gut, Digga, da darfst du nicht nähen, ne? Mittlerweile ist es gleich 13 Uhr. Wir haben noch 16 Minuten vor uns. Quasi gleich da. Das sieht aus wie Lübeck, Mann. Das stimmt, Lübeck. Ja, recht. Du bist hier rechts? Ja. Und das ist die Elbe. Ja, wir sind in Bayern. Ich und Bundesländer, Digga. Ich dachte, in Real Talk glaube ich mal, dass Stuttgart in Bayern liegt oder irgendwie so ein Scheiß. Ist das so? Ist das nicht so? Ich weiß das auch nicht. Sag, das ist mir auch egal, Alter. Wir sind gleich da, let's go. Ja, Leute, es ist eine EXC 500 2018, die wir uns gerade anschauen. Da ist ganz, das schicke Ding. Ganz wildes Gerät. Wir haben uns gerade einmal grob die Karre durchgeguckt. So generell erstmal nichts zu erkennen. Alles gut. 230 Stunden halt runter, ne? 230 Stunden halt runter. Aber generell Zustand. Hier sind ein paar Schiffssachen irgendwie. Aber generell Zustand sehr gut, würde ich sagen. Das Einzige, was ich jetzt nochmal bemängeln konnte, war der Scheinwerfer. Da handeln wir gleich nochmal, ne? Da handeln wir gleich nochmal ein bisschen. Aber ansonsten würde ich sagen, Rahmennummer nochmal kontrollieren. Und dann packen wir das Ding sonst ein. Meinst du echt? Ja. Ja, hier halt so ein paar Spuren und so. Aber 230 Stunden halt runter, ne? Ansonsten sieht die ja wie geleckt aus. 074, das läuft. Sehr schön. Ab in die Verhandlung und bis gleich. Ja. Cool. So, was hattest du jetzt im Preis gesagt? Also, ich habe mir vorgestellt, 6,6 ist halt eine 218er. Aber ja, ich weiß halt auch, sie hat ihre Betriebsstunden und muss ich einsehen. Und wir sind halt jetzt übereingekommen, dass wir da ein bisschen reduzieren. Genau, wir haben uns eigentlich auf 6,2 hatten wir uns ja geeinigt. Richtig, aber richtig. Ja, komm hier, ne? Der Scheinwerfer, der kostet ja auch 90 Euro bei KDM. Ja, ich hatte ja gesagt, wenn man vor Ort ist, habe ich eigentlich keinen Bock mehr groß dann rum. Boah, Henrik, das ist echt frech. Am Telefon verhandeln und dann hier nochmal. Ja, das ist eben. Das ist die ja, aber hier, Scheiß, ich sehe es ja ein und wenn komm, man... Komm, machen wir 6,1. Fast 90 Euro. Ja, komm, jetzt habt... Hand drauf. Sprit verblasen. Ja, ja, Hand drauf und wir nehmen das Ding. Ja, so. Ja, komm, ja. Perfekt. Gut, Glückwunsch. Schreiben und Glückwunsch. Dann 500er, Baby. So, Geld ist leer, Papiere sind da, Karre wird eingeladen. Also Grüße nochmal an dich, lieber Vorbesitzer. Danke für den Entschluss. Da sind wir auch schon wieder beim Kulturdenkmal von Worms. So geil. Einfach nur geil. Wir haben jetzt auch herausgefunden, was das für ein Fluss ist. Das für die Kulturjunkies. Ist der Rhein. Der Rhein. Der Rhein reint durch Worms. Der Rhein reint durch Worms. Tankzwischenstopp. Alter, schafft er 180, schafft er 180. Es geht bergauf. Ja, laber doch nicht. Geht bergauf, Alter. Geht nach Hause. Kilometer später, der Kleine ist auch mal wach geworden. Ja, verbiss dich, Mann. Ja, die Supermoto-Szene in Deutschland ist mal wieder zu wild. Gerade eben hat Pitch, FPG, Finn geschrieben und gefragt, ob wir die Karre gekauft haben, weil er wollte die auch haben. Und Grüße nochmal an den Verkäufer. Der Pitch wollte ihm sogar mehr bieten, als ich ihm bezahlt habe. Jetzt quasi, weil er trotzdem an mich verkauft, weil ich jetzt erst angerufen habe. Also Grüße gehen raus und schon wieder richtig wild, Alter. Wir kaufen den Markt leer. Keiner kauft die 500er vor uns. So, ja, hier Beikauf, Lockdown, Ausgangssperren, Challenge ist beendet. Wir haben es jetzt 20 vor 9. 9 ist in Hamburg Ausgangssperre.
Ja. Wir brauchen noch circa 10 Minuten durch Hamburg durch. Das heißt, wir haben es geschafft, echt innerhalb von... Wie lange sind wir jetzt unterwegs? Boah, heute Morgen um 7 losgefahren. Tagen. Knapp 1200 Kilometer. 11 Stunden 30. Auf jeden Fall bis jetzt lustiger Roadtrip mal wieder gewesen. Hat mir richtig gefehlt, das Ganze, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war echt viel zu lange her, dass wir mal im Süden waren. Das letzte Mal mit 350 geholt in Stuttgart. Ja. Das ist genau ein Jahr her. Ja, jetzt wird es auch langsam dunkel. Eigentlich würde ich die Karre gerne nochmal vernünftig zeigen. Das machen wir morgen früh ganz entspannt. Ja. Und dann noch ein bisschen Action morgen, bisschen, oder? Ein bisschen Action. Wir zeigen nochmal, wie das Ding im Begrenzer klingt, oder? Fahren wir mal schnell in den Garten, ne? Also, wir begrenzen die Karre nochmal, oder? Ja, wir müssen einen Soundcheck machen, ne? Danke. Top. Alles klar, damit? Für uns bis morgen, für euch in aller Frische. Bis dann. Ich glaube, jetzt ist ja schon 3 Wochen her, seitdem wir die Karre geholt haben, oder 2 Wochen her. Jendrik ist gerade Enduro fahren. Mir ist gestern Abend aber irgendwie im Schnitt aufgefallen, dass uns komplett die Szene fehlte, wo wir morgens die Karre zeigen wollen. Von daher machen wir das jetzt. Jendrik hat aber in letzter Zeit auch schon viel an der Karre verändert, wie man jetzt schon sieht. Irgendwie Sumos draufgesteckt und Dekor. Bam, da ist das Schmuckstück. Ich glaube, die Optik kennt ihr alle schon von Jendriks 350 damals. Digga, ganz komisch, dass er jetzt nicht hier ist. Das ist der alte Plastiksatz mit dem alten Dekor. Man kennt ihn. Die alten Sumos wieder rein. Er meinte schon, das wird die 2020er Optik sein, also vom letzten Jahr. Dieses Jahr kommt, glaube ich, was Neues, Krasses. Genau, 18er, 500er, wie er schon erzählt, mit schwarzem Rahmen. Das ist natürlich relativ vorteilhaft. Und vom Ding her, die Karre hat jetzt, hier sieht man es, 231 Stunden runter. Klar sieht man das irgendwo, so ein bisschen Motordeckel, hier ein Vermacken in der Schwinge. Ich glaube, die Karre wird richtig geil. Ein bisschen was pulvern, Schwinge schwarz und so. Aber da will ich euch gar nicht jetzt zu viel von erzählen. Die Karre ist echt geil, glaube ich. Wir haben die jetzt für 6.100 Euro, glaube ich, gekauft. Und dafür echt geil. Die Motoren sind relativ stabil ja schon bei den neuen Bikes. Und ja, Jendrik muss einfach nachziehen, nachdem ich mir eine 500er geholt habe. So viel gibt es dazu jetzt aber auch gar nicht zu erzählen. Ihr kriegt jetzt einen kleinen Soundcheck. Wir lassen ihn den Haufen hier mal an. Ich glaube, damit habt ihr einen ganz guten Eindruck von der Karre bekommen. Das gibt noch geile Videos. Und die Karre ist auch wirklich für Supermoto. Und mit einem geilen Dekor, Bremse wäre natürlich auch was Feines. Eine schicke Motomaster vorne irgendwie. Da ist jetzt die Originale. Ich glaube, da kommt geiler Kram auf euch zu. Schreibt es in die Kommentare, was ihr an der Karre machen würdet. Dekorideen. Und dann kommt aber nächste Woche erstmal ein Umbauvideo zu meiner 500er. Ich hoffe, damit habt ihr einen kleinen Eindruck bekommen. Liken, kommentieren und alles, was irgendwie gut für uns ist. Bis dann.